Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Und mit dieser stimmungsvollen Intro-Musik geht's auch direkt los. Ihr habt nichts verpasst, sondern es ist da, wo wir aufgehört haben, bis darauf, dass mir hier so ein paar Idioten schon entgegengekommen sind. Die musste ich schon alle mal aus dem Jenseits pusten, aber sonst habt ihr nichts verpasst. Also, ich bin bis hierhin gekommen. Das war's auch schon. Toilette, Spiegel 1, Haarklammern. Der Toilette gibt es halt immer die besten Sachen. Hier ist sonst nichts. Nee. Ja. Jet. Nimm ich. Boston Bugle brauche ich nicht. Das ist auch gut. Spiegel 1, Spiegel 2 hat nichts. Naja, die Tür kann ich doch mal klar machen. Okay, das ist oben irgendwo. Das war ich ein bisschen zu ungenau. Jetzt, ha. Direkt dann mit dem ersten. Ja, da ist doch schön was dabei. Oh, Molotow nehme ich auch mit. Metalleimer. Klebeband, verstellbarer Schraubenschlüssel. Ne, alles gut. Das langt mir erstmal. Er ist echt einfach cool, wie er da gestorben ist. So, gibt es hier irgendwo noch was Lootfähiges? Hier drin irgendwas Cooles? Haarklammernbox. Nice. Du benimmst dich einfach immer anständig. Ja, immer. Was denkst du denn von mir? So, jetzt könnte ich entweder da rein. Aber das mache ich noch nicht, sondern ich schaue mich erst noch mal ein bisschen um. Da komme ich nicht rein. Da geht's nicht rein. Haarbürste brauche ich definitiv jetzt gerade keine. Die Haare interessieren jetzt gar keinen. Hui. Ah, das ist aber mau. Maue Ausbeute. Hatte ich mir jetzt schon hier gefreut über diesen Raum. Dachte mir, da geht bestimmt einiges. Aber gar nichts. Diesen Terminal, oh ja, ein Terminal, hacken. Aber es hat mir ja ein User geschrieben, wie das in etwa geht. Das heißt, man muss hier auf diese Klammern achten. Das wusste ich bis dato noch gar nicht. Also es gibt es entweder hier dieses Hacken, so wie ich es jetzt mache. Das heißt, man achtet auf die Klammern, nimmt damit ein paar Möglichkeiten schon mal raus. Oder, ich habe auch von einigen gelesen, mach einfach drei Versuche, geh dann wieder raus und geh dann wieder rein. Oh, da ein Fallschirmtrag entfernt. Also das Hacken selber scheint wohl vielen eher nicht so zu gefallen, weil allein schon Versuche zurückgesetzt. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Falscheinträge entfernen, das bringt mir mehr. Na, ist da nix? Boah, ist eine doofe Reihe. Aber ihr seht, auch das ist wieder zeitaufwendig. Also, das muss man halt wirklich mögen. So, jetzt probieren wir es mal. Items, Eintreffer. Delays 0. Mails 0. So, jetzt machen wir es anders. Ich habe es ja gesehen, so kann man es normal machen. Nein, geh weg. Oder man macht einfach zack, zack, zack. Merkt, geht nicht. Also nochmal. Zack. So, und schon geht's. Sicherheitstürstörung. Tür öffnen. Also, ob das im Sinn des Erfinders war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall geht's so. Red X, Red X. Alles Matt und Red wird mitgenommen. Was haben wir hier noch? Nuka-Cola. Oh, die Impro-Pistole, die wollte ich jetzt nicht. Aber den Grundkorkenvorrat, den nehme ich mit. Aber die Impro-Pistole, die kann ich gleich wieder wegschmeißen. Braucht wieder nur so Platz, den ich nicht habe und nicht haben will. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Jetzt, du wiederholst dich. Okay. Das war
sehr, sehr knapp. Ich habe die Minen aber auch gleich gar nicht gesehen. Aber ich bin jetzt irgendwie vereist, lustigerweise. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Doofe Minen. Ist da jemand anwesend? So. Den wird. Zack. Auf nimmer Wiedersehen. Weg damit! Da komme ich da auch noch rein. 99 plus H-Klammern. Jetzt, drin sind wir. Ich mag die H-Klammern viel lieber als die doofen. Als die doofen Hacker-Sachen-Zeug. Das ist aber ganz schön Aufwand dafür, dass man hier für so eine doofe Zelle. Geh weg, geh weg. Leguan am Stiel. Ich glaube, die Frage, ob wir schon hier hin sollen oder ob wir nicht erst durch die andere Tür sollen. Ich glaube ja. Deswegen werde ich das jetzt erst nochmal machen. Du benimmst dich einfach immer anständig. So, vielleicht mal jetzt mal die Pistole mal nutzen. Jetzt bekomme ich ja mittlerweile gut was an Möglichkeiten. Ah, die halten schon mehr aus. Oh, schmeißt die da gerade eine Granate? Die ist ja drauf. So, den Synth-Anführer schießen wir einfach mal in den Kopf. Zumindest versuchen wir unser Glück. Klappt nicht. War das alles? Verabschiede dich von der Welt. Du benimmst so, weg damit, Synth-Anführer. Fusionszelle. Sind Rüstung. Die ist plus. Schauen wir doch mal die Sind-Rüstung an. Plus, da minus. Laminiert, Leichtbau. Ah, da verliere ich die. Alles klar. Du nimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Ja, wo ist denn nur dieser Abspielknopf? Carrington, Stanley, Salus Equoti. Ja, der andere macht schon vorher weiter. Damit kann ich leben. Verstärkt Kampfrüstung. Was ist das für eine? Die gibt da überall Plus, nur hat halt keinen Strahlenschutz. Und die hat auch nicht so viel mehr. Ne, da behalte ich lieber die da. Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Da, Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Lass dich nicht von ihrer Größe täuschen. Was ist denn seine... Das weiß ich zu schätzen. Vielleicht leistet sie dir so gute Dienste wie Tommy. Naja, schau mal, was er... Bessere. Was? Niedrige Aktionspunkte? 10 mm? Nimmer. Schnapp dir Carringtons Prototyp. Wenn du ihn Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. So, da gucken wir doch mal jetzt, was das für eine Waffe war. Wo ist er denn? Ich bin doch gerade jetzt drüber gegangen, oder? Also, das ist ja schon mal alles drei nicht. Nein, 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 nein. Raketenwerfer, Leuchtpistole, Kampfflinte, Erlöser. Ah ja, der Erlöser ist es. So, und wo lege ich den hin? Auf der 1 habe ich die... Das ist aber... Ist das die gleiche... Oh, pass auf. 10 mm... Ja, okay, 32 Schaden zu 30 plus. Aber hat halt Wattspunkte. Na, die nehme ich doch jetzt einfach mal. Für die 3.
Sollten hier drin nicht Leute sein? Bingo. Den Prototyp, den Ende des Ganges nehmen wir mal. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein. Du benimmst dich einfach immer. Oh, Miniaturbombe. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Also den Text von ihr könnten sie echt mal überarbeiten. Chemikalienschutzanzug, kann ich den für irgendwas mal gebrauchen? Den muss ich mir jetzt mal anschauen, weil ich muss ja später noch ins Ödland irgendwann, wenn das jetzt natürlich... Da, sowas hier, das brauche ich. Ah ne, das ist plus 1000 für Radioaktivität. Aber gut, Schaden tut sowas mal nicht, den nehme ich mal trotzdem mit. Was lege ich denn jetzt ab? Was haben wir denn in den Hilfsmitteln drin, was ich nicht brauche? Aber ihr seht, ich bin... Ja, ich muss mal, ich glaube, die Frau missbrauchen. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Als Lager. Ja. Ich versuche mein Bestes zu geben. So. Das ist schon deutlich mehr, als es nur zu versuchen. Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Die wollte einfach nur einen Text die ganze Zeit pressen. Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören. Oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Hört sich anstrengend an. Ja, hört sich echt anstrengend an. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Ganz deiner Meinung. Ganz deiner Meinung. Können wir jetzt aufhören zu reden, Leute, bitte? Wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast. Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Mir nicht. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf. In einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Kannst du endlich das Ganze beenden? Die Leute haben sich selbst gerettet, weil sie die Wahrheit kannten. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Ja. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Merke ich. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Ja, wir sollen los. Sollen wir los? Ja. So, jetzt komm her. Ich brauch... Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Handel. So, was kann ich denn Piper noch so geben? Den will ich direkt selber behalten. Aber das wiegt, das andere Zeug wiegt halt alles nix. Ja, ihr seht ja echt, das Gewicht ist ja von allem so unglaublich überschaubar. Mini-Atombombe gleich gar nichts.
wiegt denn auch nukleares Material nichts? Also, ich muss sagen, hier das mit dem Tragen, das nervt mich ungemein. Also, ich finde das echt doof und das ist ein großer, großer Negativpunkt, was mir so bei Fallout ist. Mag zwar realistisch sein, dass man nicht so viel trägt, aber das, ich will ja auch ein Spiel spielen, um ein Spiel zu spielen. Ich will ja nicht immer nur Realität haben. Aber die kann ich ihr doch mal geben. So. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Gut. Unzugänglich. Also jetzt gehen wir mal da zu dem Aufzug hin. Da ist sonst nichts. Der ist ja eh schon. Terminal benutzen. Gott sei Dank, nichts hacken. So, den Turm deaktivieren wir. Okay, fertig. Jetzt sollte der Aufzug funktionieren. Genau. Und, ja, braucht man nicht warten, die kommen eh nicht rein. Nach oben. Schauen, was uns da noch so jetzt überrascht. Ah, ich weiß, wo wir sind. Haha, endlich. Endlich ergibt es alles Sinn. So, und ab raus Richtung Commonwealth. Level 21. Auch da dauert es nicht mehr lang. Wahrscheinlich jetzt mit dem Abschluss der Mission gibt es dann gleich Level 22. Das wäre doch ganz schnieke. So, trifft Deacon bei der Old North Church. Erstmal muss ich hier raus, dass ich glaube ich... Wow. Achso. So, und jetzt ab zur Old North Church. Wo war die denn? Mittlerweile sind ja so viele Symbole, dass man das echt teilweise nicht so ganz überblickt. Aber hier habe ich sie. Zack, schnell reisen. Die schaut cool aus. Ihr könnt mir auch mal gerne schreiben, ob ihr noch weiterhin Lust auf Fallout habt, weil ich kann euch jetzt schon mal ankündigen, dass sobald Division rauskommen wird, werde ich das auf jeden Fall zocken. Ob das dann Fallout ersetzt oder ob es einfach ergänzt, das muss ich dann sehen. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie stark ihr dann noch bei Fallout dran seid. Aber bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Division kommt raus im März, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, die Beta habe ich Einladung. Das heißt, ihr werdet in ein, zwei Wochen auch schon das erste Mal was vom Spiel auf jeden Fall auch zu Gesicht bekommen. So. Nächster Ladescreen. Davon kann man nie genug haben. Aber der dürfte hoffentlich nicht zu lange dauern. Komm schon. Mann, da hat man schon eine SSD und muss trotzdem immer noch so viel laden. Unglaublich. So, und jetzt gehen wir mal wieder hier runter. Da wo es so schön gruselig ist. Was hat er denn den Schlag gemacht? So. Da lang. Und da rein. Und der Neue hat mich zusammengeflickt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Hält sich voll nach mir an. Mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man es auch ausdrücken. Deacon hat mir erzählt, dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. Ist das auch nur ansatzweise wahr? Ach. Jedes einzelne Wort davon. Und das war noch untertrieben. Wenn ihr nicht den Prototypen hättet, wäre ich mir sicher, dass ihr mir dreist ins Gesicht lügt. Siehst du?
Habe ich doch gesagt, Boss. Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Niemals. Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem geschwärmt. Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Yay! Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Oh Gott. Wie lautet deiner? Ich will mehr Optionen. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert das nicht. Dein Leben, dein Name, deine Entscheidung. Bullseye. Mich Bullseye. Wenn man Deacons Erzählungen über dein Kampfgeschick Glauben schenkt, scheint mir Bullseye passend. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Der Standort unseres Hauptquartiers ist eines unserer bestgehüteten Geheimnisse. Sei also vorsichtig, wenn du kommst oder gehst. Man weiß nie, wann man beobachtet wird. Die sind hier schon ganz schön fleißig. So, Level up auch. Yippie! So, das ist übrigens hier, die schreibt Zeitungen. Die ist aber auf jeden Fall vertrauenserweckend. Das ist gar kein Problem. Also, die macht bestimmt keinen Artikel oder sowas über euch. Nein. Also, von dem her, alles dufte mit Piper. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Und wir haben Vorkehrungen getroffen, damit wir nicht noch einmal überrascht werden. Im Moment läuft alles ein wenig chaotisch. Also gibt es eine Menge für dich zu tun. Ah ja. Gibt hier was zum Looten? Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Natürlich. Da ist doch alles für mich. Vielen Dank. Hört mal alle her. Das hier ist Bullseye. Er war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Er ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihm zeigt, wie die Dinge laufen. Heißt ihn bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Hallo. Keine Sorge, ich nehme nur schnell euer Zeug und dann lasst ihr euch auch schon wieder in Ruhe. Also von dem her, lasst euch nicht stören. Schmutziges Wasser brauche ich nicht. Das schon eher. Hey Neuling, mein Name ist Trommler. Keine Zeit gerade. Rekalibriere mit neuem Datensatz. Amateurfunkbox. Leere, aufgebrödelte Vase mit Aha. Was die nicht hier alles haben, aber eigentlich will ich nur. Löse nach Theta M auf. Würde ich eigentlich nur gern das Ding haben, was zum Schießen, Munition. Geh weg. Powerrüstungsstation, die schadet nie zu haben. Sofa. Achte darauf, dass dir hier niemand folgt. Dann sind nämlich auch wir dran. Wenn man Synths aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das. Ja, jetzt wird's hier langsam unübersichtlich. Ja. So, da geht's. Fluchttunnel, okay. Aber schaut doch ganz nett aus, ihr habt es hier schick. Fällt mir. Tut mir leid, ich muss für Tüfteltom was. Für Tüfteltom. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Dieser Weg. Da. Das sind die Zeichen, auf die man so achten kann muss. Diamond City unter Kontrolle des Widerstands. Oh ja, das will ich sehen. Genau sowas habe ich Bock. Alles, was die Synths haben. Was bist du denn? Spielzeugrakete. Die stehen hier auch so einfach rum. Oh. So. Schön, dass du dabei bist. Tüfteltoms Terminal. Ich habe meine Nacht frei. Kamera. Was geht da so? Zack. Bam, 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 bam. Nee, natürlich nicht.
Ja, ich muss sagen, die haben es hier ganz nett. So, jetzt habe ich hier aber, ich glaube, genug gelootet. Mehr finde ich auf Anhieb nicht. Also gebe ich dem mal das ist sein Zeug. Neuester Agent. Hört er jetzt auf? Desdemona hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt Bess dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Boah, jetzt stell dich mal an. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Klingt nach einer wichtigen Mission. Ist es auch. Nach dem Switchboard haben wir so wenig Personal, dass ich dich zwangsläufig ins tiefe Wasser werfen muss. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Bahnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Zumindest das hat Deacon dir doch beigebracht, oder? Er hat mir alles beigebracht, was ich wissen muss. Und ja, auch das. Anscheinend hat unser pathologischer Hauslügner deine Ausbildung nicht komplett vernachlässigt. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Gut, dann wissen wir jetzt alles. Meiner ist im Briefkasten, hat er gesagt. Und dementsprechend sehen wir ja mal hier nochmal alles. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wie gesagt, sagt mir, schreibt mal ein bisschen was. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.